Apple hat seinen Hauptsitz seit 1993 in One Infinity Loop in Cupertino, Kalifornien, USA. Im April 2017 hat Apple den Bau eines riesigen Gebäudes abgeschlossen, welches aussieht wie ein riesiges Raumschiff, welches sich mitten in der Stadt befindet. Trotz seines atemberaubenden Aussehens befand sich das Gebäude seit langer Zeit in der Bauphase. Es dauerte ganze 8 Jahre für Sachen wie Planung, Antragstellung und Genehmigung von Anträgen und 2 Jahre Bauzeit, um den Apple Park fertigzustellen. Hallo allerseits, in diesem Video werden wir Apples erstaunlichen neuen Hauptsitz entdecken. Aber bevor wir anfangen, lade ich dich ein, unseren A-Tech-Kanal zu abonnieren und nicht zu vergessen, das Video zu liken und zu teilen. Mach dich bereit, wir fangen sofort an. Lass uns loslegen. Das Apple-Hauptquartier ist ein riesiges, ringförmiges Meisterwerk mit atemberaubender Architektur auf einer Fläche von 176 Hektar. Es könnte einer der erstaunlichsten Campus der Welt sein. Etwa 80% der Fläche sind mit Grün bedeckt. Über 9000 dürreresistente Bäume im ganzen Land wurden gepflanzt. Vor allem Kirschbäume, Aprikosen, Olivenbäume und natürlich einige Apfelsorten. Die Designer haben sich große Gedanken gemacht, damit sich der Park perfekt in die Natur einfügt. Der Apple Park ist heute ein Wahrzeichen der Marke Apple und ein fantastischer Beweis für das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und die Zukunft von Technologie. Das Design umfasst den Campus von oben bis unten und wird wahrscheinlich das Geschäft der Zukunft beeinflussen. Der Apple Park gilt als Apple-Kreation, welche von John Ivy entworfen wurde, und es ist sein letztes Meisterwerk vor dem Verlassen des Unternehmens und sein letztes Geschenk an seinen verstorbenen Freund Steve Jobs. Lasst uns zuerst über die Kosten vom Apple Park sprechen. Sie wurden auf ganze 160 Millionen Dollar geschätzt. Im Jahr 2011 betrug das Budget für den Campus 2 von Apple etwas weniger als 3 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2013 wurden die Gesamtkosten jedoch auf fast 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Um die Arbeitnehmer zu einem gesunden Lebensstil zu ermutigen, umfasst das Land 3,2 Kilometer Wander- und Laufwege sowie 1000 Fahrräder, mit denen sie sich zwischen den Gebäuden bewegen können. Es verfügt über weitere Einrichtungen wie ein Fitnessstudio, ein Wellness Center und auch einige Basketballplätze gibt es auch. Es gibt auch ein riesiges zweistöckiges Yoga-Studio, in dem Büroangestellte sich entspannen können und ihre Rückenschmerzen lindern können. Kurz gesagt, Apple kümmert sich mit dem Campus wirklich um seine Mitarbeiter und um die Umwelt. Alles läuft auf ein Wort hinaus. Es ist einfach perfekt. Alle Gebäude sind unglaublich grün. Die Hauptringkonstruktion beherbergt einen der größten Solarparks der Welt. Das mit Sonnenkollektoren bestückte Dach erzeugt bis zu 17 Megawatt Strom, was ausreicht, um 75% des Energiebedarfs des Campus während der Stoßzeiten zu decken. Der Rest des Campusbedarfs wird durch Brennstoffzellen vor Ort gedeckt, die mit Biokraftstoff oder Erdgas betrieben werden. Darüber hinaus verwendet das Hauptgebäude ein natürliches Lüftungssystem, was bedeutet, dass 9 Monate im Jahr keine traditionellen Heiz- und Kühlmethoden angewendet werden, was die Umweltfreundlichkeit des Raums verstärkt. Das Gebäude erstreckt sich über 4 Etagen und verfügt über mehr als 1,2 Millionen Quadratmeter Bürofläche sowie Platz für bis zu 12.000 Mitarbeiter.
Die Designer haben viel Glas in die Konstruktion integriert. Dazu gehören die größten gebogenen Glasscheiben der Welt. Es gibt 845 Fuß hohe gebogene Glasscheiben um das Äußere des Gebäudes und rund 3000 kleinere Scheiben, die sich im Inneren befinden. Das energiesparende, natürliche Sonnenlicht und die Menge an transparentem Material machen das Raumschiff zu einem unglaublich hellen Ort, an dem die rund 12.000 Mitarbeiter während ihrer langen Arbeitstage mit Energie versorgt werden. Darüber hinaus ist der Panoramablick einfach atemberaubend. Eines der erstaunlichsten Merkmale des berühmten Raumschiffes ist, dass es tief unter der Erde liegt. Der Hauptring ist eines der wenigen Gebäude in den USA und auf der ganzen Welt, das eine Grundisolierung verwendet, die den Ring auch bei den schlimmsten Erdbeben in Kalifornien schützt. Das Dämmsystem besteht aus 692 riesigen Edelstahlplatten, die es dem Gebäude ermöglichen, sich bis zu 4 Fuß in jede Richtung zu bewegen, ohne strukturelle Schäden zu verursachen. Es gibt auch eine große Tiefgarage und ein Straßennetz, das vollständig vor dem Gelände verborgen ist. Der Parkplatz befindet sich sowohl unterirdisch als auch in zwei großen Parkhäusern, in denen ca. 14.200 Mitarbeiter Platz finden. Die Cupertino-Vorschriften erforderten mindestens 11.000 Parkplätze, von denen 700 Ladestationen für Elektrofahrzeuge haben. Es gibt 2000 Parkplätze in der Tiefgarage. Der Parkplatz wird von Sensoren und Anwendungen verwaltet, die den Verkehr und die Parkplätze steuern. Diese Entwicklung unter Tage zu stellen, war eine absolute Notwendigkeit, um die Grünflächen im und um den Apple Park zu maximieren. Weitere Merkmale findet man rund um den Campus, darunter 7 Cafés, von denen das größte auf 3 Ebenen mit genügend Sitzplätzen für 3000 Personen nachgebildet ist. Das riesige Catering-Team behauptet, über genügend Kapazität zu verfügen, um jeden Mittag rund 15.000 Menschen zu ernähren. Es gibt also sicherlich Raum für Wachstum, wenn Apple beschließt, diese bereits riesige Architektur zu erweitern. Das inspirierende Apple Auditorium, früher bekannt als Steve Jobs Theater, befindet sich ebenfalls in der Nähe der Parks. Das spektakuläre, kreisförmige Glasgebäude hat die Form eines Tannenbaums und wird vom größten Kohlefaserdach der Welt gekrönt. Das Theater verfügt über einen 42 Fuß hohen Glasaufzug, der die Gäste unterirdisch zu einem Auditorium aus chemischem gehärtetem Glas mit 1000 Sitzplätzen führt. Der Aufzug gilt auch als der höchste freistehende Glasaufzug der Welt. Darüber hinaus verfügt das Theater über 350 Parkplätze an der North Tantau Avenue und einen Fußgängerweg zum Hauptcampus nordwestlich des Theaters. Das Theater wurde 2018 mit dem Preis Structural Artistry ausgezeichnet. Die erste Presseveranstaltung des Theaters fand am 12. September 2017 statt, an der das iPhone 8, das iPhone 8 Plus, das iPhone X, die Apple Watch Series 3 und der Apple TV 4K vorgestellt wurden. Weitere Gebäude im Park sind ein 10.000 Quadratmeter großes Fitnesscenter, zwei 28.000 Quadratmeter große Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, eine Pflegeklinik und das Besucherzentrum, das zufällig das einzige Gebäude im gesamten Park ist, das Kunden ohne Ausweis besuchen können. Das Apple Park Besucherzentrum befindet sich unter einem Dach, ist jedoch in 4 ganz besondere Bereiche unterteilt. Ein 10.000 Quadratmeter großer Apple Store mit den neuesten Apple-Produkten, ein 2.000 Quadratmeter großes Café, eine Aussichtsplattform, von der aus Besucher das Gelände überblicken können und eine Augmented Reality Erlebniszone. Die Augmented Reality Zone bietet ein Modell des gesamten Apple Parks und gibt den Besuchern über ein iPad einen Einblick in das Leben der Arbeitnehmer auf dem Campus. Der Apple Park bietet mehr als jede andere typische Arbeitsumgebung erstaunliche Funktionen und Annehmlichkeiten. Das Design des Apple Park Campus wurde als ultimatives Beispiel für einen vorstädtischen Büropark bezeichnet. Diese sind rückläufig, da Unternehmen versuchen, sich in städtischen Gebieten mit besserem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrädern und Fußgängern niederzulassen. Apple hat an alles gedacht.
Es gab einige Beschwerden über offene Büroräume. Einige Mitarbeiter geben an, abgelenkt zu sein, was die Produktivität beeinträchtigt. Außerdem laufen diese Räume manchmal der Privatsphäre zuwider. Kite Benfield vom Natural Resources Defense Council, einer gemeinnützigen Umweltschutzgruppe, kritisierte den Campus für seinen Beitrag zur bestehenden Zersiedlung mit autobezogenen Merkmalen und der Verschwendung von Immobilien, Kosten, die für bezahlbaren Wohnraum hätten verwendet werden können. Trotzdem wurde diese riesige Infrastruktur immer unglaublich gut anerkannt und hat einen neuen globalen Standard dafür gesetzt, wie beeindruckend eine Arbeitsumgebung sein kann. Bevor wir das Video beenden, hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und du Apples neuen Hauptsitz, den Apple Park, etwas näher kennenlernen konntest. Nur zu, hinterlasst Kommentare, teilt das Video und vergesst nicht zu liken und die Glocke zu aktivieren, um Benachrichtigungen zu erhalten, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, um weitere interessante Videos zu sehen. Und damit sehen wir uns sehr bald zu einem anderen Thema. Tschüss und bis bald.